So, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Skyrim Let's Play. Und zwar, ich muss mich einmal kurz orientieren, aber auch euch nochmal, bevor es hier wirklich losgeht. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Rutsch und ein wunderschönes neues Jahr erwartet euch jetzt, wie auch immer. Auf jeden Fall euch alles Gute und ich hoffe, ihr habt schön reingefeiert. Und nun wollen wir es auch nochmal wieder Skyrim widmen. Ist ja nun ein wenig her. Ich hatte in den letzten Tagen einfach keine Zeit, war ziemlich beschäftigt. Bin da eben gerade auch schon im FIFA-Video drauf eingegangen. Auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall geht es jetzt wieder richtig zur Sache. Und da ich länger nicht gespielt habe, muss ich jetzt erstmal gucken, wie das jetzt mit der Quest aussieht etc. Bin ich mir echt ein wenig unsicher. So, wir sind auf der Suche nach dem Priester. Ja, wir hatten eine Begegnung mit dem Dedra-Fürsten. Dedra-Fürsten der Versklavung. Er bat mich, seinen Altar im verlassenen Haus von Makarat zu reinigen, indem ich einen Priester der Bötia zu ihm locke. Okay. Ja, gut, dann mache ich das jetzt auch nochmal. Ich verliere den Überblick. Es ist alles so durcheinander. Es ist echt so schwer. Aber was fällt auf? Guckt euch mal meine Karte an. Und zwar genau, ihr seht hier überall Wege. Ich habe mir jetzt nämlich eine Mod runtergeladen, die alle, also zumindest behauptet ist die Mod, so gut wie alle Wege aufgezeichnet hat und die durch die Map ersichtlich ist, anzeigt. Und somit ist es natürlich erheblich leichter, wenn man irgendwo hinkommen möchte, oder allgemein irgendwo hin möchte, dass man dann über den Weg schnell irgendwo hinkommen kann, wo man auch hin möchte. Und was man auch sieht, guckt euch mal bitte an, was wir schon alles entdeckt haben. Mir ist das eben gerade erst aufgefallen, wie elendig viel das schon ist. Also echt nicht schlecht, muss ich dazu sagen. Respekt, Respekt, Respekt. Abgeschlossen, so viele Sachen sind abgeschlossen. Das ist echt nicht ohne. Aber egal, wir wollen der Quest nachgehen. Haben jetzt noch ungefähr 13 Minuten Zeit. Dürfte jetzt auch gar nicht mehr so weit weg sein. Oh, was ist denn hier? Hier hinten ist doch auch schon wieder irgendetwas. Und das Problem ist, ich bin aber auch immer noch so einer, ich beschwere mich. Oder ich beschwere mich nicht, aber ich denke mir jedes Mal, boah, was hast du nicht schon wieder alles entdeckt? Was hast du nicht schon wieder alles gefunden? Und dann finde ich hier 5 Meter weiter irgendetwas, was mir auf der Karte angezeigt wird, wo ich auf einmal hin möchte, wie jetzt hier, direkt am Westen angezeigt, dieses Zeichen. Das reizt mich auch schon wieder viel zu sehr, als dass ich jetzt kurz der Quest nachgehen möchte. Und hierhin ist auch schon wieder irgendwas. Oh, es ist so absolut geil. Ich werde euch von diesem Spiel, bis ich es komplett durch habe, werde ich euch einfach nur voll schwärmen. Etwas anderes wird niemals passieren. Das Spiel kann mich gar nicht mehr enttäuschen. Weil ich meine, 40 Stunden, überlegt euch das mal, 40 Stunden habe ich jetzt mit euch schon dieses Spiel gespielt. Hauptstory, questmäßig sind wir ganz am Anfang noch. Ja doch, ich würde sagen, sind wir noch ganz am Anfang. Und es ist einfach nur krass. Dieses Wasser schon wieder, es sieht einfach so ultra, einfach nur so richtig gut aus. Ah, es ist einfach, weiß ich nicht. Das Spiel, für mich ganz klar, was das letzte Jahr angeht, das Spiel des Jahres mit Battlefield 3 ganz weit oben, sind wirklich zwei sehr, sehr gute Spiele. Und danach sind es mehr so kleinere Spiele, die mich wirklich begeistert haben. FIFA ist natürlich auch immer dabei, da ich wirklich ein totaler FIFA-Fan bin und es natürlich auch schon seit Jahren spiele. Aber an sich an, was Skyrim hier abliefert, das ist, weiß ich nicht, das ist schon fast schon gefährlich. Aber ich glaube, das war's mal. Hier von der Seite aus. Ich guck mal, was hier oben noch ist. Oh, hier ist ja auch schon wieder irgendetwas. Was ist das? Leer. Zwergenschwert. Zwergenhelm. Den habe ich jetzt gerade weggeschmissen. Warum auch nicht? Gut, hier komme ich nicht hoch. Hier leider auch nicht. Also ja gut, dann ist hier jetzt gerade wirklich nicht. Oh. Was ist denn jetzt los? Warum wird denn das auf einmal so farbig? Krass. Ja, das habe ich jetzt aber auch noch nicht gesehen.
Nicht schlecht. Also ich meine, farbig schon. Das haben, ist uns natürlich schon mal über den Weg gelaufen. Aber so, so farbig, glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht. Oh, ja gut. Die Strömung. Ich hoffe, es geht jetzt nicht allzu steil runter. Nein, das ist noch in Ordnung. Das muss ich jetzt auch sagen, auch wenn es wirklich ein bisschen sehr krass aussieht. Es hat was. Es ist ein bisschen zu farbüberladen, zu kontrastreich. Aber irgendwie hat es was. Das sieht aber auch wirklich schon wieder einfach viel zu gut aus. Hier oben ist auch schon wieder ein Drachennest. Habe ich das überhaupt schon mal entdeckt? Ja, abgeschlossen. Duadra-Schanze war ich auch schon, wenn ich mich nicht täusche. Komm hoch, hüpf, Mensch. Also echt nicht schlecht. Noch die Spiegelung im Wasser. Alter Falter, alter Falter. Also muss ich jetzt schon sagen, ich habe jetzt wie gesagt einige Tage kein Skyrim gespielt. Das ist dann nochmal wieder ordentlich ein Augenschmaus, wenn man es dann wieder das erste Mal sieht. Was ist hier hinten denn jetzt schon wieder? Ah, ich komme schon wieder zu nichts. Ich will alles erkunden. Es ist einfach so schrecklich. Aber egal. Ich stehe dazu. Um euch einfach möglichst viel von der Welt zu zeigen, zu präsentieren. Und diese epische Musik und dieser Himmel. Ah, einfach nur ein Traum. Und eine Stadt. Was ist denn hier alles? Ach, hier waren wir doch schon mal, ne? Ja. Dann gehe ich hier vorne jetzt nur noch zum kleinen Punkt hin und dann geht es auch direkt zurück zum Priester. Weil mich hier die Statue jetzt doch schon interessiert und ich hoffe, dass sie einfach mal nicht allzu weit weg ist. Unser lieber Charakter ist auch schon wieder völlig aus den Atem. Unser Lavendelkling. Die epische Musik erklingt langsam. Oder verstimmt langsam, sagen wir es eher so. So, habe ich hier gerade schon wieder irgendetwas gehört. Und ich habe schon wieder irgendetwas entdeckt. Schrein. Oh. Wer ist das? Spiel des Feilschens. Redekunst verbessert. Sehr schön. Heilung. Winziger Seelenstein. Wer ist er denn jetzt hier? Mal gucken. Wie nennst du dich denn? Cash der Reine. Okay. Ah, ein Wanderer wie? Nein. Vielleicht ein Pilger. Ah, siehst aber nicht so nett aus. Seid gekommen, um mit Perite, dem verdorbenen Fürsten und Meister der Aufgaben, zu reden? Erzählt mir bitte etwas über Perite, wer das auch immer sein soll. Er ist der Eiter in der Wunde. Oh, anständige Leute rümpfen ihre Nase. Aber es ist Eiter, der faulige Körpersäfte verzehrt und das Blut erneuert. Ich bete Perita an, ja. Manchmal kann die Welt nämlich nur durch eine Krankheit gesäubert werden. Okay. Gut, das behalte ich jetzt einfach mal im Hinterkopf. Gute Jagd. Oh, was ist das? Ist das ein Drache? Nee. Doch, nein. Was ist das? Ach, das ist ein Schmetterling. Oh Gott. Oder? Was ist denn das? Ist das ein Vogel? Ich kann auch gar nicht die Entfernung einschätzen. Ich glaube, das ist ein Schmetterling, oder? Ach, soll mir jetzt auch eigentlich relativ sein? Ist es schon wieder viel zu viel? Also das, allein was er gerade schon wieder erzählt hat. Sowas verdichtet doch schon wieder alles. Man sucht einfach nur einen Punkt und dann steht da jemand, der einen über Eiter volllabert. Also Eiter ist jetzt, worüber er redet, ist erstmal relativ. Aber es geht ums Prinzip, er hat was zu sagen. Du gehst an die letzte Ecke der ganzen verdammten Welt und da ist jemand, der dir was zu erzählen hat. Und genau aus dem Grund, weil solche Leute auch für einen wieder Quests haben, werde ich alles erkunden. Ganz einfach. Auch wenn es mich 1000 oder 2000 Parts kostet, ist einfach so. Stört mich nicht. Und hier müsste es jetzt irgendwo demnächst auch mal unsere liebe Questperson geben. Allzu weit dürfte sie jetzt eigentlich nicht mehr weg sein. Ich hänge gerade fest. Jetzt nicht mehr. Sehr schön. Und schon wieder ist hier irgendetwas erschienen. Oh Mann. Egal. So, wo bist du?
lieber Herr. Hier unten muss ich rein. Alles klar. Sollte auf jeden Fall machbar sein. Und ab hinein in die Dudra-Schanze. Wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe. So. Flammen auswählen. Hier auch nochmal eine Mod, die mein Favoritenmenü ja übersichtlicher macht, dass Magie hier einen Unterpunkt hat, Waffen, andere Dinge, Heiltränke oder allgemein Tränke, dann Drachenschreie und hier sind meine Hotkeys. Naja, ist ja auch erstmal relativ, auch nur wieder ein kleiner Punkt. Das ist überwältigend, wie du es fast in jeder Höhle sagst, gut erkannt. Oh. Abgeschworen. Oh, ich kann euch Typen langsam nicht mehr sehen. Aber ich glaube, ihr werdet mir noch ein paar Mal häufiger über den Weg laufen. Gucken wir mal. Hier ist irgendwo noch jemand. Und. Zack. Hey, ich habe nicht getroffen. So. Ausräumen. Was hat er denn jetzt hier gemacht? Hä? Wo kam das Geräusch her? Nimm mein Schwert. Und jetzt geht's ab. Zack. Was habe ich verbessert? Ich hab's gerade nicht gesehen. Egal. Abgeschworener Pfeil. Nee, brauche ich nicht. Sonst auch wieder nichts Besonderes dabei. So, ihn habe ich nicht getroffen. Jetzt schnell mit meinem... So, probiere ich es jetzt mal auf den ruhigen Weg. Ich habe jetzt die anderen beiden Gegner schon ausgeschaltet, die uns eben gerade auch schon über den Weg gelaufen sind. Habe jetzt nochmal gespeichert. Pusche hier jetzt einmal hoch. Mal gucken. Ne, man kann das hier auch mal alles... ein bisschen ruhiger machen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ach Quatsch. Nein. Oh. Hopp. Hey. Komm, Frost Atona, ich geh mal tot. Und schnell alles nehmen. Und einfach nur auf ihn raufschlagen. Ich müsste jetzt rein theoretisch das ganze Magische abziehen. Oder? Ich dürfte jetzt eigentlich gar nichts mehr machen können. Und... schnell, schnell! Mir wird nicht entwischen. Gut, das sollte funktioniert haben. Ich würde ihn auch nochmal gerne durchsuchen. Das geht jetzt. Ein Dornenherz haben wir auch nochmal jetzt ergattert. Die Jaspeitrauben. Okay, ein Vulkanglasdolch. Ja, der ist uns ja schon bekannt. Obwohl der vom Schaden her eigentlich auch schon relativ geil ist. Aber ein Dolch reizt mich nun mal leider nicht so. Ist halt einfach so. Kurz heilen. Was ist hier? Gold kann man kurz nehmen. Holzkohle. Ja, mein Gott. Aktivieren. Karte der Bürger von Reach. Karte aktualisiert. Ja, gut. Wo das auch immer sein soll. Liegt hier sonst noch was rum? Speer? Ja, nichts Besonderes. Oh, die einsame Wache lehrt uns leider nichts. Hier war nochmal ein Trank. Ja, geringes Magiker brauchen wir auch nicht. Die lag doch noch irgendwo einer. Der, den ich jetzt ganz am Anfang kurz aus dem Weg gegangen bin. Zaubertrank der kleinen Heilung. Heilung ist immer gut. Kohl brauchen wir auch nicht. Und zwar ihn hier. Drei... So, komm her, du scheiß Vieh. Zweifacher Schaden. Und... So, sehr schön. Geh kurz runter in die Knie. Und jetzt war es das auch mit dir. Ich hoffe, ich krieg meinen Pfeil wieder. Nein, natürlich nicht. So, gehen wir nochmal kurz hoch. Ah, Mensch, komm. Und... Was er uns zu sagen hat, oder
Wie wir das hier jetzt alles mit Magie abklären, um die Dedra-Quest weiterzumachen, erfahrt ihr nicht mehr in diesem Part. Seid gespannt, bis zum nächsten Mal.